Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder eine Kakerlakenparty, unser Hörspiel. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Anrufe aus der vergangenen Woche zusammengefasst ohne meine Einsprecher dazu. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem neuen Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo? Ach du Scheiße. Hallo. Guten Tag. Ja, hallo Gustav, spreche ich mit Lorioli? Ja. Ja, hallo Gustav, mein Name ist Petra Müller. Ich rufe Sie an aus Bitcoin Convert aus BTC Trade. Sie haben ein Online-Handelskonto erstellt. Deswegen ich rufe Sie an. Möchten Sie das Konto aktivieren? Weiß ich nicht. Sie wissen nicht. Möchten Sie Online-Handel anfangen? Ich habe ja so eine Werbung gesehen und da wollte ich mich mal anmelden und da bin ich jetzt auf so eine komische Seite gekommen. Ja, okay. Ja. Anmeldung haben Sie schon gemacht, aber jetzt muss man aktivieren. Und so? Und wie geht das? Wie geht das? Ich hole meine Stimme zurück. Können Sie ein bisschen weiter von Computer oder weiß ich nicht? Ich soll weiter weggehen vom Telefon, dann hören Sie mich doch nicht mehr so gut. Ist jetzt besser? Nein, es ist schlimm. Ich hole Sie sehr schlecht, ich hole nur meine Stimme. Aber Sie haben doch gesagt, ich soll vom Telefon weggehen. Okay, versuchen wir es. Möchten Sie Kontoaktivation machen? Na, hat doch das Thema nicht gerade schön? Habe ich ihn noch beantwortet? Wie bitte? Hab ich ihn doch schon beantwortet, die Frage. Mhm. Wie alt sind Sie? Ich bin 29, wieso? 29 sind Sie? Ja. Das glaube ich nicht. Wie alt sind Sie? Na, hab ich doch gerade gesagt, 29. Was ist Ihr Beruf? Mein Beruf? Warum wollen Sie denn das alles wissen? Die sind Standardfrage, ich brauche das für Ihre vollständige Kontoaktivation. Ja, Arbeitnehmer. Wo? Ja, wo, das geht Sie nicht an. Okay, ich glaube, Sie möchten überhaupt nicht kontoaktivieren, oder? Na, das weiß ich auch noch nicht. Sie stellen ja lauter komische Fragen. Ich glaube, Sie sind auch einer von den Betrügern. Arbeitnehmer, wie soll ich das verstehen? Okay, was ist Ihr monatliches Einkommen? Das geht Sie doch auch nicht an, was ich monatlich verdiene. Haben Sie Erfahrung? Womit? Mit was Sie jetzt gerade machen. Haben Sie mal allein gehandelt mit einem Broker? Nö, ich wollte mir das hier mal angucken. Hier war so eine Werbung und da habe ich drauf geklickt. Keine Erfahrung. Es ist kein Problem. Nach Kontoaktivation, Sie kriegen von uns ein Software, das ist ein Programm. Das können Sie auf Ihrem PC installieren. Und die Software handelt für Sie. Ja? Woher kommen Sie ursprünglich? Na, von zu Hause. Sind Sie Deutsche? Ja, aber Sie ja scheinbar nicht. Ich nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich Deutsch bin. Ja. Und was spielt das für eine Rolle? Sie rufen doch bei mir an. Also. Möchte Sie das Allein-User sein oder ein gemeinsames Konto? Ist doch der Unterschied. Okay, wiedersehen. Sind Sie doof? Krüger, sind Sie ja knusprig, richtig? Nein, knusprig. Bitte? Knusprig, nicht knusprig. Ja, genau so. Ja, also sorry, ich habe das nicht so... Lucy noch, oder? Was? Okay, also ich bin Jens Krüger von SwissFXM. Es geht über Online-Handel. Jens Krüger? Jawohl. Aha. Von SwissFXM. Wo haben Sie den abgefahrenen Namen her? Bitte? Ich frage, wo Sie den abgefahrenen Namen her haben. Also, Sie haben schon in unserer Plattform angemeldet. Also, ich melde mich aktuell von SwissFXM. Sie haben ein Konto bei unserer Plattform geöffnet. Aha. Das ist nur Sprichwort. Also, haben Sie jemals gehandelt oder kennen Sie sich damit aus?
Naja, aus, kein Jahr gehandelt, nein. Also bestimmt, Sie haben über Trading auch viel mal gehört, oder? Nur gelesen, ja. Also Sie haben schon bestimmt unsere Werbung auch gelesen oder entweder die Video gesehen, dass Sie können mit unserer Plattform mit einem Roboter-Trader so handeln? Ja, das Video habe ich gerochen, ja. Okay, haben Sie Zeit, damit wir können natürlich auch das Konto zu aktivieren. Entweder also erst einmal, ich würde gerne Ihnen weiter zu erzählen, was wir anbieten ganz genau und wie kann man Geld online zu verdienen. Mhm, ja, prima. Sind Sie zu Hause momentan oder bei der Arbeit? Ja, sowohl als auch. Bitte? Sowohl als auch. Okay, haben Sie vielleicht etwas, wie es Internet zu benutzen darf? Ob ich was besitze zum Internet benutzen? Natürlich, jawohl, wer besitzt denn sowas nicht? Okay, so, haben Sie schon Laptop oder Tablet? Ja, ich habe sowas auch alles, ja. Okay, haben Sie jemals mit NDS gearbeitet? Da ich kann auch Ihnen besser navigieren. Also das Betrügerprogramm, ne? Wo die Betrüger immer auf den Rechner gucken wollen, um noch ein paar mehr Daten abzugrasen. Nee. Was? Das bedeutet, Sie haben schlechte Erfahrungen gehabt. Aber nee, aber ich weiß, dass Betrüger mit AnyDesk arbeiten. Nee, das ist nicht so ein Betrügerprogramm, doch, doch. Das ist ein Stuttgart-Programm von... Ja, richtig, aber da nur Betrüger wollen Zugriff zum Computer, damit sie zugucken können, was das Opfer am Computer macht und damit es nicht so lange dauert, der ganze Betrug. Mehr Sinn hat das Ganze nicht. Mit AnyDesk kann auch Ihnen besser navigieren, aber... Ja, aber das machen nur Betrüger, weil ein seriöses Unternehmen hätte nicht das Verlangen, auf meinen Computer zu gucken. Okay, dann, falls Sie wünschen, wir können das ohne AnyDesk machen, okay? Mhm. So, Sie haben schon eine Zwei-Einzahlungsmethode. Ja. Erzähl mir mal ein bisschen was über deine Regulierung. Oder? Erzähl mir mal ein bisschen was über die Regulierung. Also, wir sind schon auch reguliert und kontrolliert von BaFin, lieber. Von der BaFin mit Kryptowährung? Nee, also, nee. Ist ja lächerlich. Moment mal, also wir haben nicht so eine Kryptowährung, aber wir haben über 800 Instrumente, dass Sie können mit unserer Plattform... Ja, aber sobald ihr Kryptowährungen im Portfolio habt, reguliert euch nicht mehr die BaFin. Ja, wir arbeiten auch zusammen. Es wird immer billiger. Der Betrug wird immer billiger. Nee. Doch, also, doch. Wir arbeiten auch mit Aktien, mit Ölpreis, mit... Ja, Ölpreis. Aber sobald du Kryptowährungen im Portfolio hast, war's das mit der BaFin. Nee, natürlich, doch, Betrüger, bandenmäßiger Betrug, gewerbsmäßiger Betrug, Abzocker. Haben Sie Kokain genommen oder was ist denn los? Siehst du, Abzocker, sag ich doch. Bist einfach nur ein Betrüger. Haben Sie so viel Kokain genommen? Ja, ja, und du hast einfach zu viel abgezockt, glaube ich. Bestimmt, Sie haben auch so viele Drogen auch genommen, haben und deswegen... Genau, und schon haben wir den Beweis, dass du ein Abzocker und ein Betrüger bist. Ich wünsche alles Gute, ja? Ja, das wünsche ich dir nicht, ich wünsche dir alles Schlechte dieser Welt. Fick deine Mutter, du Hure. Siehst du, du Betrüger? Jetzt gibst du auch noch zu, dass du ein Betrüger bist. Ja, Betrüger. Herr Hubschrauber? Ja. Grüßen Sie, Danny Behm hier von Cryptix. Aha. Sie haben eine Anmeldung gemacht, richtig? Ja, und da rufen Sie an. Wie bitte? Und da rufen Sie an? Stand ja da nicht. Ja. Ach so. Und jetzt? Und jetzt dann, also es geht um die, also... Habe ich da was falsch gemacht? Wie? Habe ich da was falsch gemacht? Nein. Nee. Ach so. Und um was geht's denn? Es geht um Bitcoin. Also, Sie haben selbst Interesse da gezeigt und dafür rufen wir an. Ach so. Ja. Und dann, also, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Das ist das erste Mal für Sie. Welchen Bereich? Online-Trading. Nö. Bei Kryptowährungen. Habe ich noch keine Ahnung. Haben Sie keine Ahnung? Habe das hier bei Facebook gesehen, so eine Werbung, und dachte, ich schreibe mich da mal ein und guck mal, was passiert. Und dann habe ich die... Hi, du hörst ja endlich auf mich. Ja. Wen spreche ich noch, bitte? Hallo? Hallo? Wem rast du dran am Telefon? Hallo? Ist da einer? Wen rast du? Bei Lani Becker am Apparat. Sprich mit Herrn Armut. Das ist mein Vorname. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Sie haben sich registriert auf Bitcoin System. Weiß ich nicht. Ich habe doch keine Hilfe angefordert. Sie haben sich registriert auf die Werbungsseite. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, weiß ich nicht. Ich brauche da ja keine Hilfe. Wie brauchen Sie keine Hilfe? Na, Sie rufen doch an und fragen, aber ich habe doch nicht danach gefragt. Sie haben doch jede Telefonnummer hier eingegeben. Ja, aber da steht ja nicht, dass ich ja hier einen Anruf kriege. Herr Hamut, das ist unser Job. Ja, kann ich ja nicht wissen, was euer Job ist.
Sie haben sich registriert, haben Sie Ihre Nummer eingegeben? Ja, aber da stand ja nicht, dass ich einen Anruf kriege. Also vielleicht stand nicht, aber das ist unser Job. Also wir müssen das Handelskonto aktivieren. Ja, aber dann fragen Sie mich doch nicht, ob ich Hilfe brauche. Ich habe doch nicht nach Hilfe gefragt. Okay, können Sie auch selber machen. Tschüss. Betrüger. Hurensohn. Ja, genau, Betrüger. Okay, mach weiter mit der Newsmann. Ja, du bist ein Betrüger und der Abzocker-Lady. Okay, und was soll ich denn machen? Ja, einen vernünftigen Job. Von wo weißt du denn? Von wo weißt du denn, dass ich eine Betrügerin bin? Ja, weil du ja hier anrufst. Also, sie haben sich selber registriert, also sie machen das selber. Ja, was aber du rufst ja trotzdem aus dem Betrügerladen an. Was möchten Sie? Sie haben sich selber registriert. Was ja. Möchten Sie? Ja, aber du rufst ja aus dem Betrügerladen an. Willst du dir nicht mal einen anständigen Job suchen? Ja, willst du dir nicht einen anständigen Job suchen? Hallo? Kuckuck. Kann sie leider nicht hören. Hallo, guten Tag. Ja, jetzt höre ich was. Wen habe ich denn da dran? Hallo? Ich bin Preisverbunden, tschüss. Was? Ich habe sie nicht verstanden akustisch. Ich wollte meinen Sohn anrufen, aber bin ich jetzt falsch hier. Tschüss. Ach so, Martin. War ganz schön laut da bei Ihnen. Aber warum lehnen Sie denn nicht auf, wenn Sie Ihren Sohn anrufen wollen? Mit wem spreche ich da? Hallo? Mit der Hurensohn. Wie bitte? Ich habe Sie akustisch leider nicht verstanden. Mit der Hurensohn reden Sie gerade. Nuscheln Sie mal nicht so. Ich verstehe kaum was. Hurensohn. Sie nuscheln so sehr. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Kennen Sie den Hund? Wie bitte? Hund. Sie sprechen sehr undeutlich. Hund, ich komme doch nicht aus Deutschland. Siehst du deine Nummer nicht? Ach so, ja doch, hier steht doch eine Hamburger Nummer drin im Kennst Display. Kennst du den Hund? Einen Hund, ja, ich kenne einen Hund. Ja, Sie sind das, ne? Tschüss. Ja, und was bist du dann, billige Abzockerin? Eine ganz billige Betrügerin. Das haben wir hier am Telefon. Siehst du gleich, ne? Eine ganz, ganz billige Betrügerin. Schlechter geht's gar nicht mehr. Ein billiger Hurensohn. Ja? Eine ganz schlechte, billige Betrügerin. Hm. Also kein anderes zu tun, als YouTube zu machen? Nee. Warum registrierst du dich dann? Na, damit ich euch die Zeit klauen kann. Und ihr sorgt ja selbst dafür, dass ihr euch noch selber Zeit klaut. Oh mein Gott, bin ich doch nicht dumm, mit dir einzulösen zu telefonieren? Ja, aber ganz intelligent scheinst du ja nicht zu sein, so wie du am Telefon sprichst. Ich sag doch nicht, dass ich ein Intelligent bin, ne? Ja, das habe ich auch schon so gedacht, ja. Hm. Ja, schämst du dich manchmal für deinen Job? Nee, warum soll ich mich schämen, ne? Ja, weil du Menschen betrügst. Nein, ich betrüge keinen Menschen. Und du hilfst dabei, Menschen auszurauben. Nur ihnen. Und das weil ist doch ein schlechter Kunde Job. Weil du ein Kunde bist, ich betrüge dich. Möchtest aber du nicht mal, betrüge ich doch nicht. Möchtest du nicht mal was Anständiges in deinem Leben auf die Reihe bekommen? Vielleicht ein YouTube-Kanal zu haben und dich aufnehmen. Das ist auf jeden Fall anständiger als das, was du da machst. Ja. Was hältst du davon, mal was Vernünftiges okay, zu machen? Was hältst du denn, wenn du einen YouTube machst? Was kriegst du davon? Mehr Views oder mehr Fame oder mehr Geld? Ja, genau. Hat dich schon jemanden gefickt, oder? Der soll jetzt Videos machen? Ja. Bist du verbrennt, ne? Mhm. Hast du Geld verloren? Nee. Kannst du keine andere Sache machen? Tschüss. Nee, ich will, dass die Betrüger ganz oft bei mir anrufen. Kennt jeder, dass du hast Geld verloren? Nee, ich hab ja kein Geld verloren. Kannst du schon das Video in YouTube machen, ne? Ja. Oder wirst du das nicht machen, weil werden dir auch die Zuschauer schon wissen, dass du ein Hurensohn bist. Also du hast selber dein Geld verloren. Nö, ich habe ja kein Geld verloren, aber vielleicht hast du Geld verloren. Also deine Videos sind fake einfach, fake. Fake? Ja, steht ja auch in der Videobeschreibung drin, dass die Videos fake sind. Hallo, guten Tag, schon guten Tag. Ja. Spreche ich mit der Steyr, ne? Ja, und mit wem spreche ich? Ich melde mich von Citibank. Wir haben gerade eine Online-Anmeldung über Bitcoin gemacht und wir betreiben Online-Trading. Hier von City Solutions.
Ja, von City Solutions. Sie haben eine Anmeldung gemacht gerade. Deswegen habe ich Ihr Datum bekommen und habe ich Ihnen angerufen. Mhm. Okay. Und jetzt? Natürlich, ich muss Ihnen erklären, zum ersten Mal, ich möchte Ihnen eine Frage stellen, ob haben Sie schon Erfahrung über Bitcoin, über Trading gehabt? Oder ne? Wie bitte? Oder ne? Haben Sie schon Erfahrung in Online-Trading? Oder ne? Was war das? Na, die Antwort. Wie, oder ne? Das ist die Antwort. Was bedeutet das, oder ne? Na, so wie ich es gesagt habe. Ja, dann ich werde Ihnen einfach sagen, wie viel werden Sie investieren? Wie viel werden Sie einzahlen bei dieser City Solution? Ich dachte erstmal so an 25 Euro oder so. Nein, natürlich geht das nicht, weil eine Investition geht ab 250 Euro. So viel? Der Mindestbetrag, ja natürlich, weil Sie verdienen Geld, ja. Aber ich dachte, ich verdiene auch mit 25 Euro ein bisschen Geld. Nein, geht das nicht, weil Sie müssen ein Konto eröffnen. Wir sind in England und für das müssen Sie was mal einzahlen. Aber Ihr Akzent ist irgendwie nicht Englisch. Wie bitte? Ich sage, Ihr Akzent ist irgendwie nicht Englisch. Das kommt eher so aus der, weiß ich nicht, aus der asiatischen Richtung, Ihr Akzent. Nein, stimmt das nicht. Wo sind Sie denn her? Ja, warum muss ich welche Privatsphäre zeigen? Ich melde mich, ich bin ein Mitarbeiter von City Solution, deswegen ich möchte mit Ihnen über unsere Arbeit sprechen. Wenn Sie möchten, können wir uns weiter sprechen. Wenn nicht, legen wir das Handy aus. Ja, ja, dann erzählen Sie mal was darüber. Ja, ich kann Ihnen eine E-Mail jetzt gerade schicken und wenn Sie möchten eine Investition machen, ich würde Ihnen noch die Bankdaten schicken. Wo sollen Sie die Einzahlung machen? Ja, aber ich dachte, Sie wollen mir erstmal was erzählen. Das ist Herr Voldemort. Vom Apparat. Hallo, grüß Gott, Herr Voldemort. Mein Name ist Petra Müller. Ich suche einen aus Bitcoin-Konto, aus BTC Trade. Sie haben ein Online-Handelskonto erstellt, ist das korrekt? Auf welcher Seite denn? Bitcoin-Convert. Achso, ich habe Ihren Account bekommen. Gerade hatte ich irgendwie so eine Betrügerin am Telefon. Also wirkte zumindest so. Ich glaube, ich habe mit Ihnen schon gesprochen. Nicht nur einmal. Sie machen Ihnen neue Accounts mit verschiedenen Namen, ich glaube, oder? Nö. Und jedes Mal, ich rufe Sie an. Weil nee, ich gerade hat ja eine von. Zurück. Gerade hat eine von City Solutions angerufen. Und die war irgendwie nein, ganz komisch. Ich rufe Sie auf Bitcoin Convert, weil ich habe einen Account bekommen von Ihnen. Deswegen, ich rufe Sie an, damit ich Ihnen frage, brauchen Sie meine Hilfe oder nicht? Ja, weiß ich nicht, weil ich habe die Seite gar nicht auf. Habe ich das gerade eben gemacht? Weil hier war eine Seite dabei, wo nichts kam. Warum melden Sie sich mit verschiedenen Namen? Ich verstehe das hab nicht. Habe ich ja nicht, ist ja mein Name, der da drin ist, oder nicht? Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Claudio Mesaluna und ich melde mich gerade von ein internationales Online-Sandeln, wo toll. Sie sich gerade angemeldet sind, richtig? Welches denn? Sie sind beim Bitcoin gemeldet, gell? Weiß ich nicht. Dort und bei mir steht hier, ja, dass Sie Interesse gezeigt haben. Das ist nicht was Schlechtes, ist was Gutes normalerweise. Mhm. Weil das Bitcoin, wie die Experten gesagt haben heute früh, wird eine Steigerung haben bis um 70.000 Euro Ende des Monats. Mhm. Sie können mit einem kleinen Ansatz anfangen, können Sie uns testen. 2 Wochen haben Sie Zeit, kriegen Sie 10% Ihres Kapitals dazu von uns, brauchen Sie keine Steuer bezahlen, gar nichts. Das ist von unserem Chef. Und ich bin die Kontoaufsteller hier zu helfen, dass Sie einen Termin mit Broker kriegen und die Broker kann Ihnen alles erzählen, was dann da läuft. Mhm. Wenn Sie vor dem PC sind, kann ich Ihnen gleich helfen. Ja, was macht denn Ihre Firma so? Wir arbeiten mit den Kunden, wo anmelden bei uns, zum Beispiel unsere Interessenzahlen zeigen über die Forex. Aha. Und wie funktioniert das? Das funktioniert so. Wir stellen einen Konto zusammen, zahlen Sie das Mindesteinsatz, 250 Euro, und dann machen wir einen Termin mit dem Broker oder mit der Finanzexperte. Er kann Ihnen genau sagen, zum Beispiel, wie viel in der Woche Bitcoin steigen kann und wie viel Sie verdienen können. Mit 250 werden Sie nicht reich, das kann ich Ihnen gleich sagen. Aber irgendwas verdienen Sie. Mhm. Und die Broker arbeitet zum Beispiel, bei uns ist so, wenn die Kunde verdient, verdient die Broker auch sein Geld. Wenn die Kunde verliert, die Broker kriegt gar nichts.
Ja, ich muss jetzt mal auflegen, ich habe keine Zeit mehr. Hallo, sprach das Mutter Tellerrand? Ja. Ja. Sie haben sich bei uns so einige Fragen gelernt. Irgendwie echt? Versteht man sie ganz schlecht. Hören Sie mich? Jetzt wird's besser, ja. Ja, also Sie hatten sich vor ein paar Tagen Verhandlungen am Finanzmarkt interessiert. Nee, jetzt ist wieder schlecht. Irgendwie weiß ich nicht. Ist ganz dumpf, das Mikrofon. Ich kann Sie perfekt hören. Ja, jetzt sind Sie irgendwo unterwegs oder mit schlechtem Empfang? Nee, aber jetzt geht's ja wieder. Sie haben ja gerade an Ihrem Mikrofon geruckelt. Ich hab's gehört. Hören Sie mich jetzt besser? Ja. Okay, so, Sie haben sich bei uns registriert. Das war vor 2 Tagen. Für Handel im Finanzmarkt, Bereich Kryptowährungen. Das kann sein, da habe ich mal irgendwas gemacht, ja, aber dann wusste ich da auch nicht weiter. Ja, möchten Sie einfach erreichen und erklären, worüber Sie sich registriert haben? Falls Sie das ausprobieren möchten. Ja, können wir machen. Hallo? Wen habe ich denn da dran? Kuckuck. Hallo? Ich höre nix. Das ist ja doof. Hallo? Hallo? Sind Sie der mit dem Streichelzoo für Schwäne? Ich wollte einen Schwan streicheln. Hallo? Ich wollte einen Schwan streicheln. Hallo? Hallöchen. Ist da jemand? Kuckuck. Hallo? Sie sind verbunden mit der Vodafone-Mailbox von 01739482756. Tag, ja? Guten Tag, Herr Steiner. Hier spricht Ella Kraus, ich rufe Sie aus dem Finanzmarkt. Herr Steiner, ich sehe, dass Sie sind interessiert an Trading mit dem Bitcoin, richtig? Ja. Gut. So, ich rufe Sie an, unser Angebot zu präsentieren, ja, und helfen beim Aktivierung Ihres Handelskontos. Herr Steiner, zuerst, ich möchte wissen, haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich oder sind Sie Anfänger? Da bin ich noch neu. Wie bitte? Da bin ich neu. Sie sind neu. Mhm. Okay. So, als Anfänger, ja, Sie haben Möglichkeit, mit Hilfe von unserer Finanzexperte Trading zu machen. Mhm. So, das heißt, unsere Experte, die mehrjährige Erfahrungen haben, ja, werden Ihnen helfen, in richtiger Zeit, in richtige Finanzprodukte, Investitionen zu machen, damit Sie können natürlich Ihre Einkommen maximalisieren. Ja. Wissen Sie, mit welchen Beträgen können Sie beginnen? Das ist mir unbekannt. Herr Steiner, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie sehr gut. Aha. Wissen Sie, haben Sie schon entschieden, mit welchem Betrag Sie möchten beginnen, Investitionen? Nee. So, als Anfänger, ja, Sie werden auch Bonusgeld bekommen für Ihre erste Investition, ja? Und es gibt 3 Beträge, mit welchen Sie können beginnen. So, Minimalbetrag, ja, ist 250 Euro. Damit erhalten Sie 75 Euro als Bonus. Zweiter Betrag ist 500 Euro. Damit erhalten Sie 150 Euro als Bonus, ja. Und für 1000 Euro Investition bekommen Sie 300 Euro als Bonus. Okay. So, welcher Betrag ist besser für Sie, Herr Steiner? 375 würde ich machen. 250? Nee, 375. So, wir haben Beträge 250, 500 und 1000. Ach so, also kann ich nicht 375 nehmen? So, welche Zahlungsmethode Sie benutzen? Na, welche brauchen Sie denn da? Ich glaube, das ist schneller, so, wenn Sie mir sagen, was bei Visa-Karte. Ja, das habe ich. Das habe ich alles. Haben Sie Mastercard-Karte? Ja, ja, genau. Okay. So, falls Sie möchten nicht einen von diesen 3 Beträgen wählen, ja? Mit den 300, Sie möchten. So, ich kann das nur von meiner Seite machen, ja? Ja. Das heißt, Sie werden Ihre Daten von Ihrer Mastercard-Karte mir geben. Wir machen Transaktion von unserer Seite, ja? Und Sie dann bestätigen das. Bestätigen Sie die Transaktion.
Ja, das oder kann Sie ich machen. Oder Sie machen das selbst auf unserer Plattform, aber Sie können nur mit dem 240 oder 500 anfangen, okay? Ja. So, wie machen wir? Na, so wie Sie sagen, was besser ist. So, Sie geben Ihre Daten mir, ja? Das kann ich machen, ja. Wie funktioniert okay. das denn nachher genau? Ah, so, Sie werden bestätigen die Transaktion, ja, mit Ihrem Handy, ja, wie Sie das überhaupt machen. Ja. Okay, kleinen Moment. Sind Sie noch dran? So, auf Ihrer Masterkarte, ja, es gibt 16 Zahlen, ja? Na, aber wollen Sie mir nicht erstmal erzählen, wie das richtig funktioniert? Wie bitte? Ich höre Ihnen sehr schlecht. Wollen Sie mir nicht erstmal erzählen, wie das richtig funktioniert? Sie meinen Einzahlung? Nee, mit der Firma. Sie meinen Trading, ja? Ja. Kleinen Moment. Herr Steiner, so Sie sprechen mit dem Lautsprecher. Was? Nee, ich habe Hörgeräte drin. Wie bitte? Ich habe Hörgeräte drin. So, ich höre meine Stimme, ja? Deshalb ich sage Ihnen. Deshalb ich, es ist schwierig für mich, Ihnen zu hören. Weil ich höre auch meine Stimme. Ist das so besser? Wie bitte? Ist das so besser? Okay. Also, nach der Aktivierung, ja, wie schon gesagt, werden Sie einen Anruf von unserem Finanzexperten bekommen, ja. Er wird Ihnen helfen, ja, zu entscheiden, ja, in welches Finanzprodukt werden Sie weiter Investitionen machen, ja. Natürlich, wir haben Angebot mit den Kryptowährungen, Aktionen, ja, Rohstoffmarkt, auch Forex, das alles machen, ja. Wenn Sie jetzt machen Einzahlung, ja, Sie nur, machen Transaktionen auf Ihrem Trading-Konto. Aber das Geld ist noch nicht investiert, ja? Investitionen Sie machen schon mit unserem Finanzexpert. Er wird in Prozenten Ihnen alles erklären, ja? Zum Beispiel, wenn Sie heute Investitionen in Bitcoin machen, ja? Wie viel Einkommen Sie werden nach einer Woche schon bekommen, okay? Wie viel bekommt man denn da in einer Woche? Wie bitte? Wie viel Geld bekommt man denn in einer Woche? So, in Ihrem Trading-Konto, Sie werden Ihre Finanzstand sehen, ja? Ihre Investitionen und plus Ihre Gewinne, ja? Ja. So, es ist wie ein Bankkonto, ja? Wie Online-Banking. Sie einloggen durch, Sie sehen Ihren Finanzstand und es gibt Ihnen auch Möglichkeit, ja, Einkommen zu bekommen und auch auf Ihrem Konto sehen. Ja, und wie viel Prozent Gewinn bekommt man da? Sie bitte? Wie viel Prozent Gewinn bekommt man da? So, das hängt von Ihrer Investition. So, das heißt, wenn zum Beispiel Sie anfangen mit den 500 Euro und Sie entschieden da in Bitcoin zu investieren, dieses Geld, ja, unser Experte wird Ihnen schon in Prozente sagen, ja, zum Beispiel diese Woche auf dem, mit dem 500 Euro Investition auf Bitcoin, wie viel Sie werden Einkommen bekommen. So, das ist Arbeit von unserem Finanzexperten, ja, Finanzanalyse. So, ich bin hier Ihnen zu helfen, Ihre Konto zu aktivieren, ja? Ich mache keine Finanzanalyse. Ja. Ist bei Ihnen da auch Marathon im Hintergrund? Wie bitte? Ist da Marathon im Hintergrund? Wie bitte? Können Sie noch einmal sagen? Ist da Marathon im Hintergrund? Ja, wir arbeiten. Hm. Und in Ihrem Hintergrund, ich höre meine Stimme und das ist sehr... So, ich verstehe, warum ich höre meine Stimme. Na, ich habe Hörgeräte drin. So, Sie sprechen mit dem Lautsprecher, ich glaube. Ja, wegen den Oder Hörgeräten. Wie bitte? Wegen den Hörgeräten. So, vielleicht... Sie haben meine Stimme geliebt, ja, und Sie möchten auch das Video machen, ja, und dann auch hören, oder? Was meinen Sie damit? Ich meine, ich glaube, Sie machen ein Recording, ja? Was bedeutet das Wort? Ich meine, Sie eintragen, ja? Ich will mich bei Ihnen eintragen, ja.
So, die Aufnahme meiner Stimme, unserer Anruf, oder? Wie meinen Sie denn das? Wie bitte? Wie meinen Sie das? Ich weiß nicht, wie ich das machen Wissen muss. Wissen Sie nicht, was, was heißt Aufnahme? Na, ich mache jetzt mit Ihnen die Aufnahme, dass ich da reinkomme oder nicht. So, jetzt frage ich Ihnen, ja, warum ich höre meine Stimme in Ihrem Hintergrund? Weiß ich nicht, vielleicht stimmt was mit der Leitung nicht. Okay, genau, das kann sein, okay? So, können Sie mir bitte die Daten von Ihrer Masterkarte sagen? Ach so, dann muss ich damit wir können Aktivierung machen. Ja, dann muss ich die Masterkarte mal holen. Okay, warte ich kurz. Gucke mal. Wie lange gibt es denn Ihre Firma schon? Wie bitte? Wie lange gibt es denn Ihre Firma schon? Schon 10 Jahre. So lange schon? Ja, natürlich. Und wie lange arbeiten Sie da in der Firma? Haben Sie schon Ihre Karte bei Ihnen? Nee, ich laufe gerade noch hin. Wie bitte? Ich sage, ich laufe gerade noch hin. Ich habe meinen Geldbeutel im Auto. Sie haben Ihre Karte in Ihrem Auto? Ja, im Portemonnaie. Okay, Sie können gehen, ja, und das halten? Ja. Okay, machen Sie das. Und wie lange arbeiten Sie schon bei der Firma? Wie bitte? Wie lange arbeiten Sie schon bei der Firma? Ist das so interessant für Sie? Ja, ich dachte, wir machen so lange ein bisschen Schmaltalk, bis ich beim Auto bin. Okay, gehen Sie bitte und nehmen Sie Ihre Karte, ja? Ich bin da. Wenn Sie sind fertig, sagen Sie mir, ja? Ja, da sage ich dann Bescheid, wenn ich meine Karte habe. So, jetzt bin ich am Auto. Dann hole ich schnell den Geldbeutel raus. Haben Sie schon Ihre Karte dabei? Ja, ich bin gerade noch... zurücklaufen, ich brauche doch meine Brille noch. Habe ich ja jetzt nicht mit gerechnet, dass ich jetzt meine Karte noch brauche. So, da ist meine Brille. Da steht Visa-Karte drauf, also Visa. Visa-Karte, okay, kein Problem. Sagen Sie mir jetzt die Zahlen. Ja, wer dann? Ich dachte, das ist eine Masterkarte, aber naja, ist ja alles Kreditkarte. So, dann muss ich mal gucken. Genau, die fängt mit einer 4 an, denn 51058. Einen Moment, sagen Sie bitte ein bisschen langsamer. Also, 4. Die 4 haben Sie, ja? Mhm. So, dann kommt eine 5. Aha. Eine 4. Mhm. Dann kommt eine 1. Okay. Eine 0. Mhm. So, dann kommt eine 5. Aha. Eine 8. Okay. Eine 9. Mhm. Noch eine 9. Okay. Eine 4. Aha. Eine 6. Okay. Eine 3. Mhm. Eine 5. Dann? Eine 8. Mhm. Eine 2. Okay. Und 5. 5. So, es ist 4, 5, 4, 1. Hm. 0, 5, 8, 9. Hm. 9, 4, 6, 3. Hm. 5, 8, 2, 5. Stimmt? Ja, genau. Welche Bank Sie benutzen? Das ist die Norris Bank. Okay. Gibt es auch Ablaufdatum, ja, auf Ihrer Visa-Karte? Ja. Okay, sagen Sie mir. April 24. Wie bitte? April 24. April, ja, 24. Ja. Okay, die 3 Zahlen auf die Rückseite. Ach, diese kleinen da, ne? Ja. Rückseite. Ja, ich muss mal gucken, weil die sind ja so komisch gedruckt. Okay.
910. Okay. Auf die Karte steht Ihr Name, ja? Lorioris Steiner. Mhm. Möchten Sie mit den 500 starten und 150 Euro Bonus haben? Nee, 375. 375? Ja. Okay, kleinen Moment. Okay, warten Sie kurz, ich werde Ihnen sagen, was zu bestätigen. Ja. Haben Sie 3D Sicherheit auf Ihrem Karte? Haben Sie schon Online-Transaktionen gemacht mit dieser Karte? Ja. Okay, kleinen Moment. Und wie Sie bestätigen die Transaktionen, ja, wenn Sie machen das online? Ja, da muss ich dann immer so einen Knopf drücken, wenn das kommt. Da kommt so, ich meine, bekommen Sie eine Code oder machen Sie das mit einer Applikation? Na, da kommt immer so eine Pups-Mitteilung und da muss ich nur drauf drücken. Okay, kleinen Moment.
Herr Steiner, haben Sie auch PayPal? Nee, sowas habe ich nicht. Girokonto mit dem Online-Banking? Was meinen Sie? Girobanking, ja? Girokonto, entschuldige bitte. Na, ich habe Ihnen doch jetzt meine Kreditkartendaten schon gegeben. Ja, mit Ihrer Kreditkarte in unserem System, das zeigt ein Problem, ja? Transaktion war nicht erfolgreich. Ist aber Ihnen gerade kaputt, oder wie? So, es ist, Sie sollen zu Ihrer Bank, ja, Norris Bank anrufen, zu verstehen, was ist los mit Ihrem Karte, ja? Wieso die Karte geht? Da habe ich vorhin erst noch was mitbestellt. Wie bitte? Ich sage, die Karte, die funktioniert. Da habe ich vorhin noch was mitbestellt. Ja, das weiß ich, das verstehe ich. Ja, aber jetzt in unserem System, das hat nicht geklappt, ja? So, warum Sie werden mit Ihrer Bank das alles verstehen, ja? So, deshalb ich jetzt frage, haben Sie andere Zahlungsmethode? Sie haben Bankkonto, ja? Ja, ja, klar, sowas besitze ich, ja. Aha, haben Sie auch Online-Banking damit? Also Sie meinen, wo man das denn so mit der Hand überweisen muss? Ja, zum Beispiel auf Ihrem Handy, ja? Sie haben eine Applikation von Ihrer Bank, damit Sie können Geld überweisen von Ihrem Bankkonto. Ja, sowas mache ich manchmal am Computer, ja. Online-Banking haben Sie? Ja, wenn das so heißt, dann habe ich das, ja. Okay, so, wir versuchen Aktivierung mit Ihrem Online-Banking und Konto, ja, machen. Ja. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee, aber ich habe Telegram. Haben Sie kein WhatsApp? Nee, aber ich habe Telegram. Ja, leider in der Arbeitsplatz, wir benutzen kein Telegram, okay? Das ist ja schade. Auf Ihre E-Mail, ja, ich werde das Link schicken. So für die Giro, ja, mit dem Einzahlung mit dem Giro. Wir können, ja, zuerst, wir brauchen ein Programm auf Ihrem Gerät, auf Ihrem Handy herunterladen. Ja, damit ich werde Ihre Bildschirm sehen und Ihnen helfen beim Aktivierung, okay? Na, ich dachte, ich soll eine Überweisung machen. So, ich werde Ihnen einen Link schicken, damit wir werden das alles schaffen und dann bestätigen Sie die Transaktion mit Ihrem Online-Banking. Okay, ich werde Ihnen alles zeigen, ja, und erklären. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum ich da ein Programm für brauche. Ich habe doch da den Login. Damit ich kann Ihnen helfen und wir alles richtig machen, ja? Aha. Weil Sie einen Fehler machen, werden Ihre Geld losgehen, ja? So, damit wir keine Probleme haben, machen wir das mit diesem Programm. Aha. Ja, dann müssen wir das so machen. Okay. Auf Ihrem Ihre Handys. Android oder iPhone? Was meinen Sie? Ihre Handymodell, ja? Android oder iPhone? Weiß ich nicht. Müssen Sie mal nachgucken. Das ist so ein Honeywell. So, Ihre Handy, welche Firma? Honeywell. Wie bitte? Honeywell. Okay. Gibt es dort Play Store, ja, wo Sie können Applikationen herunterladen? Nee. Wissen Sie, ja, Ihre Play Store? Nee, sowas ist da nicht drauf. So, wo Sie Applikationen herunterladen, zum Beispiel Telegram. Wo Sie haben das gefunden und installiert auf Ihrem Handy. Ach so, was meinen Sie? Ja, ne, Telegram habe ich doch auf meinem Computer. Sie haben auf Ihrem Computer? Ja. Telegram ist ja auch für den Computer, das muss ja nicht nur auf dem Handy drauf. Machen wir so, ja, Herr Steiner? Können Sie bitte noch einmal mir Ihre Ablaufdatum von Ihrer Visa-Karte und CVV sagen? Ja, dann muss ich da nochmal hingehen. Moment. Okay. Ich sortiere gerade Wäsche und habe gerade gebügelt. So, Moment.
So. Dann gehe ich mal gucken. So, was brauchen Sie da jetzt nochmal? Ablaufdatum? April 24. 0424, stimmt? Ja. Und die ZVV, die drei Zahlen in der Rückseite? 910. 910? Ja. Kleinen Moment. Hm. So, in unserem System, das zeigt, das ist falsch. Warum? Können Sie bitte fotografieren Ihre Karte und per E-Mail mir schicken? Sowas soll man doch aber nicht machen. Wie bitte? Ich sage, sowas soll man doch nicht machen. Sie dürfen das nicht machen? Naja, macht man ja nicht sowas. Also die Daten von der Kreditkarte abfotografieren. Wieso? Ich habe schon die Daten von Ihrer Visa-Karte, ja? Ja, aber man sollte ja aus Sicherheitsgründen nicht fotografieren. Steht ja sogar drauf. So, wenn Sie fotografieren und mit dem E-Mail mir schicken, es ist sicher, ja? Ich habe schon Ihre Daten. Ach so, okay. Ja. Jetzt schicke ich Ihnen per E-Mail, schreibe ich Ihnen einen E-Mail und schicke Sie mir dieses Foto. Okay. So, Sie haben eine Nachricht von Jane Elliott bekommen. Gucken Sie bitte. Haben Sie das schon? Ist noch nicht da. Sie können auch recht sparen, ja? Prüfen. Guck ich mal rein. Aktualisieren Sie bitte Ihre E-Mail. Ja, das lädt noch. Ist nichts da. So, Sie bekommen kein E-Mail. Nee, ist nicht. Also ich bekomme E-Mails, aber deine ist nicht gekommen. Da ist keine gekommen. Nichts. Nix im Schwamm und nix im Eingang. Nichts da. Nee, ist noch nichts da. Und was machen wir nun? Gibt es noch nichts? Nein, ist nicht da. Von Finanzabteilung? Jana Elliott steht da. Hallo lieber Gerald, schicken Sie Bilder hier. Haben Sie das bekommen? Na, hier steht Hallo lieber Gerald, schicken Sie Bilder hier. Ja, ja, genau. Jetzt schicken Sie die Fotos von Ihrem Visa-Karte, ja, die beide Seite, ja, zu dieser E-Mail. Haben Sie? Ich muss noch gucken, wie ich das mit dem Bild mache. Wie ich das auf den Computer kriege, weiß ich noch gar nicht. Okay, warte ich. Wie bekomme ich das Bild auf den Computer? Hallo? So, Sie haben das Foto mit Ihrem Handy gemacht, stimmt? Nee. Das Handy hat keine... Und Sie haben Foto gemacht? Das Handy hat keine gute Kamera dran. So, Sie haben kein Smartphone. Naja, das weiß ich nicht, ob das ein Smartphone ist. Das hat halt ein Touchscreen-Display, aber das ist halt... Also, man kann da nichts drauf weiter installieren und so. Nur das, was da der Hersteller drauf gemacht hat. So ein Honeywell eben. Wie soll ich denn da jetzt das Bild machen? So, auf Ihrem Computer. Ja. Können Sie ein Programm... Anydesk herunterladen. Was macht das Programm? Wie bitte? Was macht das Programm? Mit diesem Programm, ich werde Ihre Bildschirme sehen, ja?
und ich werde Ihnen helfen, damit wir machen die Aktivierung. Ach so. So, in Ihrem Mail, Sie werden jetzt einen Link bekommen, ja, damit Sie werden dieses Programm herunterladen, okay? Ja. Also Sie schicken jetzt nochmal was per E-Mail, richtig? Jetzt werden Sie kurz bekommen, dieses Link, ja, für Installierung dieses Programms. Warten Sie kurz. Ja, ich habe Zeit. Habe ich das schon geschickt? Aktualisieren Sie Ihre E-Mail? Ich guck mal. Sie haben E-Mail von der gleichen Person. Einen Link. Noch nicht da. Sie öffnen E-Mail mit dem Computer, stimmt? Ja. Okay. Wie alt sind Sie, Herr Steiner? 29. Wie bitte? 29. 29? Ja. Sie haben kein Smartphone? Ich hab das von der Arbeit. Da okay. Reicht doch, ich brauch doch denn nicht noch eins. Okay. Haben Sie schon das E-Mail bekommen? Ich aktualisiere nochmal. Okay. Ja, jetzt ist da sowas gekommen. Okay, dann klicken Sie auf dieses Link. Ja. Und sagen Sie mir, was Sie sehen. So eine aprikofarbene Seite kommt da jetzt. Auf dieser Seite, was Sie sehen. Remote Desktop Software. Was macht man damit? Haben Sie auf das Link geklickt, stimmt? Ja. Was sehen Sie dort? Eine remote Desktop Software. Die neue Seite ist geöffnet bei Ihnen. Ja. Das ist so eine aprikofarbene Seite. Zeig mal. So, ist es bei Ihnen auf Englisch oder Deutsch? Das ist in Deutsch. Deutsch. Gibt es jetzt herunterladen? Ja, da steht sowas. Auf welcher Farbe das steht? Das ist so Aprikorot, glaube ich, so rote Farbe. Und unten, was ist geschrieben? Herunterladen. Ja, unten herunterladen. Was ist geschrieben? Wie meinen Sie das jetzt? So, es ist geschrieben, jetzt herunterladen, ja? Unten dieses jetzt herunterladen. Was ist geschrieben? Wie meinen Sie das? Lesen Sie. Ich kann das da runterladen. Ja, und unten dieses herunterladen, ja? Es ist auch etwas geschrieben. Was sehen Sie dort? Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen. Sie haben diese Seite geöffnet. Das, was Sie da sagen, dass Sie haben. Sehen dort jetzt herunterladen. Ach, Sie meinen das damit, Sie meinen da das mit dem Testen und Bestellen. Aber ich will ja nichts bestellen. Aha. So, oben, wo ist es geschrieben, jetzt herunterladen. Klicken Sie darauf. Ja. Was kommt jetzt? Jetzt kommt jetzt testen oder jetzt bestellen. Gibt es vielen Dank für den Download. Das steht da, aber da steht nur jetzt testen oder bestellen. Oben dieser jetzt testen. Was ist geschrieben? Soll ich auf jetzt testen draufklicken? Nein, oben diese jetzt testen. Was ist geschrieben? Sichern Sie sich noch heute Ihre kostenlose Testversion für die nächsten 14 Tage. So, das Programm, ich glaube, ist schon installiert, ja, auf Ihrem Computer. Weiß ich nicht. So, unten links. Sehen Sie geschrieben, unten links in der Ecke. Ist das geschrieben Anydesk? Wo denn jetzt? Unter links von Ihrem Bildschirm, was sehen Sie in der Ecke? Da sind so bunte Vierecke in einem Kreis drin, in einem blauen. Ja, oben diese Vierecke.
wie oben diese... So, unten links, ja? Diese Ecke, unten links. Ja. Was steht dort? Na, Start. Also, Sie meinen das vom Computer, das Start, oder was meinen Sie? Oben dieser Start. Nee, unten. So, Sie haben auf jetzt herunterladen geklickt, ja schon? Nee, da stand ja nur testen und 14 Tage ausprobieren. Auf meinem Computer, da ist ein rotes Viereck, ein grünes Viereck, ein blaues und ein gelbes. Und dahinter ist ein grüner Hintergrund und daneben steht Start. Herr Steiner, gehen Sie zu Ihrer E-Mail. Noch einmal klicken Sie auf das Link, das ich habe Ihnen geschickt. Warten Sie. Und sagen Sie mir, was Sie sehen. Ich guck mal. Also, jetzt weiß ich nicht, was Sie meinen. Wie bitte? Ich weiß nicht so richtig, was Sie meinen. So, jetzt, Sie haben die Seite noch einmal geöffnet, stimmt's? Ich bin jetzt bei den E-Mails drin. Aha, klicken Sie auf diesen Link, das ich habe Ihnen geschickt. Ach so, also ich soll nochmal auf den Link drücken. Ja. Ja, mache ich, warten Sie. Jetzt, was sehen Sie? Da... Na, wieder mit dem Herunterladen und jetzt testen und bestellen. Aha, jetzt herunterladen. Klicken Sie darauf. Ja. Und dann kommt eine Seite, wo steht, jetzt testen, jetzt bestellen. Ich kann Aha, Ihnen ja nur okay. sagen, was ich da sehe. Wissen Sie, ja? Sie können etwas suchen in Ihrem Computer. Wie meinen Sie das? Wie bitte? Was meinen Sie denn? Suchen, ja? Oben links, es gibt vier Quadraten und neben diesen vier Quadraten gibt es eine Lupe. Nee, da ist bei mir neben die vier Vierecke, Aha. da ist nix, da ist das Internetfenster. Okay, klicken Sie auf diese vier Ecken, vier Quadraten. Ja, und jetzt? Doch, gibt eine Linie, wo Sie können etwas schreiben, stimmt? Nee. So, wie Sie suchen etwas in Ihrem Computer. Ich suche da nichts auf meinem Computer. Das ist, also hier auf dem, den habe ich ja schon länger. Das ist ja hier so ein Windows XP. Ja, ich habe das verstanden. Ja. So, wie Sie etwas suchen in Ihrem Computer. Da ist nichts mit suchen. Suchen, etwas schreiben, suchen und finden. So weiß ich nicht, wie man das da macht. Da ist sowas nicht dran. So, kleinen Moment. Ja. So, Sie möchten mir sagen, dass Sie sind 29 Jahre alt und Sie wissen nicht, wie etwas zu suchen im Computer. Sie haben kein Smartphone, ja, und Sie wissen, wie das alles funktioniert? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ich kann ja nur nicht alles wissen. So, wissen Sie, Ihr Verhalten kommt mir sehr merkwürdig vor, ja? Warum? Und Sie auch, ich immer höre meine Stimme in Ihrem Hintergrund. So, ich vertraue Ihnen nicht, Herr Warum denn? Steiner, ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Ich glaube, dass Sie nur verschwenden meine Zeit, ja? Und Sie sind nicht seriös. Deshalb, ich werde nicht weiter mit Ihnen arbeiten, okay? Ach so, naja, aber wenigstens habe ich dir... Warte mal, ich muss mal... Oh, guck mal, 52 Minuten habe ich dir schon geklaut. Mensch, das hat wieder super funktioniert. Pippi, wir haben schon so oft miteinander telefoniert. Das ist schon langsam lustig. Ich habe dir bestimmt schon eine ganze Woche deines Lebens geklaut. Herr Steiner! Ja, so, das letzte Mal hieß ich... Mit denen das letzte Mal hieß ja? ich noch Gerold Steiner. Aber du hast mich auch schon unter den Namen Lullipusch angerufen. So, okay, ich werde nicht weiter mit Ihnen reden, ja? Ja, aber so, wir telefonieren bald tut, wieder. Und jetzt tschüss. Ja, wir telefonieren bald wieder. Ja? Ja, hallo, guten Tag, grüß Gott, Herr Lussenbegel. Wie geht es Ihnen? Patrick Larsson bin ich am Apparat. Alles okay bei Ihnen? Ist alles ganz schön, möglich. Also, ich bin der Finanzberater. Ich habe Ihnen versucht, Ihnen zu erreichen, aber Sie waren heute nicht erreichbar.
Also, ich melde mich von der Firma Velocity. Also, unser Unternehmen ist ein internationales Unternehmen, damit wir so mit Finanzmarkt beschäftigen. Also, wenn ich fragen darf, haben Sie vor eine Erfahrung gehabt mit dem deutschen und dem globalen Börse, ein Beispiel mit Kryptowährungen? Ja, mal anrufen, weil ich gehe jetzt einkaufen. Ach so, okay, wir sind ins Büro heute bis 19 Uhr Abend, Montag bis Freitag. So, dann Montag. Um welche Uhrzeit, bitte gib mir eine wichtige Uhrzeit, damit ich Ihnen telefonieren kann. Also um 12. Um 12 Uhr, okay. Bitte vergessen Sie jetzt nicht meinen Namen Patrick Larsson und unseren Promocode 3031. Wenn Sie nicht den Promocode hören, 3031, legen Sie das Handy sofort aus, okay? Hm. Alles klar. Und mit diesem Handynummer, das ich Ihnen telefoniert, verwenden Sie WhatsApp? Nee. Verwenden Sie keine WhatsApp? Okay. Gut, also werde ich Ihnen pünktlich um 12 Uhr telefonieren am Montag. Okay. Okay? Ja. Dankeschön, danke für Ihre Zeit. Ein schönes Wochenende. Ebenso. Tschüss. Ja? Ja. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Hartmut? Das ist mein Vorname. Würden Sie mich bitte mit meinem Nachnamen ansprechen? Wie bitte? Ich sagte, würden Sie bitte mit meinem Nachnamen ansprechen? Ja, natürlich. Ja, dann? Herr Knusprig, ja? Knusprig. Also, Sie haben gerade gemacht eine Anmeldung bei der Citibank, weil ich bin Ich meine, komme gerade frisch aus dem Bett. Wie bitte? Ich sage, ich komme gerade aus dem Bett. Ich habe gerade keine Anmeldung gemacht. Haben Sie keine Anmeldung gemacht? Warum lügen Sie? Sind Sie bescheuert oder was? Ich komme gerade aus dem Bett. Noch einmal, haben Sie gerade eine Registrierung gemacht? Nein, habe ich nicht. Jetzt gerade nicht. Nein. Wieso sagen Sie nein? Ja, weil es nicht stimmt. Ich komme gerade aus dem Bett. Wo befinden Sie momentan? Jetzt auf dem Klo. Wie bitte? Jetzt auf dem Klo. Okay. Also, kann ich eine kurze Vorstellung machen, damit Sie verstehen können, worum es geht? Nö, also mit einer Firma, die so scheiße ist am Telefon, möchte ich, glaube ich, nichts zu tun haben. Ist keine Firma, das ist eine Bank. Erstens mal ein bisschen Respekt. Hier spricht die Finanzberaterin von der Citibank, ist Antonia Robinson. Wir telefonieren momentan von der Bank, die Abteilung des Online-Trading. Ey, Mäuschen, hast du nicht gerade zugehört? Bitte? Ich habe gesagt, ich will mit eurem Laden nichts zu tun haben. Möchten Sie nichts mit uns zu tun? Und warum machen Sie Registrierung? Wenn ja, weil ihr Betrüger seid. Und außerdem habe ich gesagt, ich habe mich gerade nicht registriert, ich komme gerade aus dem Bett. Habe ich ja gerade erzählt. Und jetzt gerade sitze ich auf dem Klo und du beleidigst mich. Und du bist ja auch nichts wert. Und dann laberst du mir die ganze Zeit auch noch ins Wort. Ja. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, ich bin mit der Claudius. Ja. Ja, hallo, mein Name ist Busic. Ich rufe Sie an, weil ich gesehen habe, dass Sie sich bei uns registriert haben. Für Online-Handel, für das Bitcoin-System, richtig? Muss ich nicht, kann sein, ja. Mhm. Und wir bieten eine automatisierte Software für unsere neuen Kunden, die keine Erfahrung haben, ja? Das ist ein Roboter. Der Roboter handelt kostenlos für Sie und hat über 90% Gewinn. Der kauft Aktien oder Kryptowährungen und verkauft für Sie so gut wie möglich, damit Sie Geld am Finanzmarkt profitieren können. Ja? Das haben Sie aber schön vorgelesen. Wie bitte? Das haben Sie schön vorgelesen. Was habe ich gelesen? Ja, das, was Sie gerade gesagt haben. Ich sage Ihnen, was Sie bieten. Ja. Haben Sie gut abgelesen. Ja, wenn Sie wollen, investieren Sie am Finanzmarkt. Wenn Sie wollen, nicht. Nee, ich möchte nicht bei Firmen investieren, wo nicht richtig vernünftig Deutsch gesprochen wird. Alles klar, dann. Schönen Tag noch. Hallo? Spreche ich mit Herrn Hartmut? Ja, und? Hallo, hören Sie mich, Herr Hartmut? Ja, was möchten Sie denn? Ja, hallo, mein Name ist Manuel Busic von der Firma CZ. Ich sehe, dass Sie sich für Online-Handel registriert haben, für das Bitcoin-System, aber Sie haben Ihren Account noch nicht aktiviert. Ich wollte fragen, was passiert ist. Tja, mich hat so jemand angerufen wie Sie?
Wie bitte? Mich hat so jemand angerufen wie Sie. Das ist passiert. Nein, Sie haben bei uns angemeldet. Genau. Ja? Und dann habe ich einen Anruf bekommen von jemandem so wie Sie. Das ist passiert. Ja, möchten Sie Ihren Account aktivieren? Nein. Sie haben kein Interesse, Geld zu verdienen. Doch schon, aber nicht mit Ihnen. Das ist mir zu unseriös. Ich verstehe. Alles klar. Schönen Tag dann. Ja, hallo, schönen Tag, Herr Gero Steiner. Ja, mein Apparat ist Leon Schwarz, Herr Steiner. Ich melde mich wegen Ihrem Handelskonto. Aha. Was denn für ein Handelskonto? Über die Kryptowährung. Aha, da habe ich ein Konto. Ja, Sie haben sich also bei uns registriert mit Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und Nachname. Aha. Ja, ich bin nämlich dabei, Sie zu begleiten, das Konto zu aktivieren natürlich. Und Sie weiter zu informieren, wie es läuft und wie es funktioniert an dieser Börse. Ja, aber ich will nichts aktivieren. Warum denn bitte? Ja, das ist mir alles zu komisch. Zu komisch? Wie meinen Sie es komisch? Ja, hat alles nicht zugesagt, was ich da gesehen habe bis jetzt. Sie liegen falsch mit Ihren Entscheidungen, Herr Steiner. Ich arbeite an dieser Börse 10 Jahre lang und ich kann nicht alles erklären, Schritt für Schritt, wie es funktioniert und wie es läuft. Ja, brauche ich aber nicht. Das brauchen Sie mir, glauben Sie mir. Milliarden von Menschen machen an dieser Börse Geld. Milliarden? Na, das glaube ich aber nicht. Das werden Sie glauben, wenn Sie natürlich auf Google recherchieren. Genau. Kann man sich einbilden, aber glaube ich nicht. Können Sie noch schauen. Schreiben Sie einfach auf Google, Coinbase, werden Sie sehen, dass es über 10 Millionen Kunden nur auf Coinbase gibt. Ja, gerade haben Sie von Milliarden gesprochen. Milliarden. Aber Coinbase ist ja auch keine Trading-Plattform. Coinbase ist nichts anderes als eine Kryptotauschbörse. Nein, Coinbase ist keine Kryptotauschbörse. Mit Coinbase kann man traden. Ich bin gerade von Coinbase, Herr Steiner. Das ist ja lustig. Coinbase ist keine Wechselstube. Dort kann man Geld verdienen. Verstehen Sie, was ich meine? Ach ja, jetzt sehe ich das ja wieder. So eben wie auf Bitwander, Binance, Kraken. Was? So eben können Sie auch auf Kraken Geld machen. Kraken, auf Bitwander, auf Binance. Ja, und? So werden Sie sehen, wie viele Kunden gibt es momentan an dieser Börse. Die natürlich Geld machen. Ja, aber keine Milliarden. Das ist ja Quatsch. Milliarden gibt es doch. Würden Sie mir erzählen, 10 Millionen Kunden ist keine wenige Milliarden Nummer, Menschen, mindestens 1 Milliarde Menschen an der Börse investiert. Das ist mir aber neu. Ja, ja. Aha. Selbst 10 Millionen Kunden sind nicht wenig. Verstehen Sie, Herr Steiner? Ja, aber gerade haben Sie ja von Milliarden gesprochen. Das ist ja immer noch ein Unterschiedchen. Ja, natürlich. Du scheiß Hurensohn. Du bist ein Hurensohn. Haben Sie eine Macke? Ja, du Hurensohn. Nimm Platz. Du scheiß Bastardmann. Du scheiß Hitlersohn. Aha. Das ist aber nett von Ihnen. Hitler! Da sieht man ja gleich, dass wieder ein Betrüger an der Leitung ist. Hallo. Kuckuck. Also wenn du mir nicht mit mir sprichst, dann wird das nix. Tja, dann nicht. Mit wem spreche ich denn da? Hallo. Abend, mit wem spreche ich da bitte? Guten Tag, ich heiße Jack. Aha. Und ich rufe Sie automatisiert Bitcoin-System. Wie geht's Ihnen heute? Mir geht es sehr schlecht. Vielen Dank der Nachfrage. Ich habe ein anderes Konto eröffnet bei uns. Das ist möglich. Ja? Wie heißt denn Ihr Unternehmen? Ich rufe Sie von Bitcoin-System. Also Ihre Firma heißt Bitcoin-System. Sehe ich das richtig? Genau. Okay. Genau. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Okay, schönen Tag noch. Wo liegt denn jetzt das Problem? Hallo? Hallo, Sandengel. Wer ist denn da? Ja, grüß Gott. Patrick Larsson am Telefon. Können Sie sich erinnern? Sie wollten um 12 anrufen. Jetzt ist es 12:01. Auf Wiederhören. Ja, hallo. Patrick Larsson, 3031. Ja, aber können Sie sind zu spät. Wie bitte? Sie sind zu spät. Ich habe Ihnen nur so telefoniert um 12 Uhr. Nee. Sie waren nicht erreichbar. Nee, Sie waren um 12:01, hat ja einer angerufen. Entschuldigung, wir haben unseren Termin vereinbaren für heute um 12 Uhr telefoniert. Ja, versprochen und da haben Sie nicht angerufen, also hat sich erledigt. Tschüssi. Ah? Hallo?
Herr Lusenberg. Also, Sie haben zu mir gesagt, dass Sie erledigt. Also, haben Sie Geld investiert bei einem anderen Unternehmen? Ja, ich habe jetzt bei einem anderen Unternehmen eingezahlt und da habe ich jetzt ganz viele Gewinne. Tschüssi. Hallo? Hallo, wunderschönen guten Tag. Ich bin Robert Koch. Oh, ich verstehe Sie fast gar nicht. Herr Koch, ich rufe an wegen Ihrer Handelsaccount. Ja, jetzt ist besser. Was ist denn für ein Handelsaccount? Sie haben eine Registration gemacht über Werbung. Ach so, aber das war schon eine Weile her. Okay, aber das ist ja nicht gelöscht. Sie haben damit gar nicht gemacht. Deswegen rufe ich an. Ja, weil ich woanders eingezahlt habe. Okay, dann warum? Sie haben Ihre Daten nicht gelöscht? Ja, ich habe da nichts zum Löschen gefunden. Da ging nichts mit Löschen. Herr Koch, Sie müssen melden, da wo Sie haben sich registriert. Ja, keine Ahnung. Machen Sie das, wenn nicht, wir werden uns nochmal hören. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Aha. Mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo? Hallo? Naja, dann nicht. Hallo, spreche ich mit Herrn Schneedenten? Eika? Wie bitte? Darf ich mit Eika Schneedenten sprechen? Ja, am Apparat. Hallo. Sie hatten sich bei uns vor einigen Tagen für andere im Finanzmarkt interessiert, vertreten, korrekt? Ja, da hab ich mal so eine Werbung gesehen. Okay, ist die Interesse dabei, das auszutesten, wie das funktioniert, oder? Ja, was ist denn das genau? Ja. Hallo? Ja. Schönen guten Tag. Ja. Thomas am Apparat. Spreche ich mit Herrn Labusch? Hm. Was denn? Hallo, du Kunz! Wie geht's dir? Was möchten Sie denn? Was ist los, du Kunz? Sag etwas! Was möchten Sie denn? Was möchtest du? Ja, was möchten Sie denn? Sie rufen mich doch an. Macht ja Spaß immer noch, oder? Was denn? Spaß, macht ja? Na, was denn? Für was? Tja, wenn du keine intelligenten Fragen stellen kannst, dann kann ich auch nicht antworten, wie du das gerne hören möchtest. Nein, Moment, bleib auf der Liste. Guten Tag, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Melanie Becker vom Verlag. Melanie Becker? Ja. Okay. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? So, Sie haben sich registriert auf unserer Webseite. Aha, was denn für eine Webseite? Spreche ich mit Tobias Schmidt, richtig? So heißt die Webseite? Nein, spreche ich mit Herrn Tobias Schmidt. Ja, das kann schon sein, aber wie heißt denn die Webseite? Sie haben gerade gesagt, ich habe mich auf Ihrer Webseite in, ja, ich habe mich auf... Verdarian. Was? Verdarian. Ich verstehe kein Wort. Verdarian. Was ist das? Das ist eine Webseite. Nee, kann ja gar nicht, da ist ja gar keine Domain-Endung dabei. Ach so, okay, dann sorry. Tschüss. Kannst du weiter mit deinem YouTube-Video machen? Tschüss. Haben Sie einen kleinen Dachschaden? Ja. Mhm. Hallo? Ja. Wie geht's dir? Mir geht es sehr schlecht. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo? Hallo, spreche ich mit Herrn Thomas? Hallo? Thomas? Höflich sein. Hallo? Ihr bitte? Spreche ich mit Ahmad? Kann sein. Ihr Mikrofon ist kaputt. Was machst du?
Ihr Mikrofon ist kaputt. Oh, du bist einer von den ganz besonders intelligenten Menschen, die komische Urwaldgeräusche von sich geben. Naja, passt auf jeden Fall zu so einem Kakerlaken-Mensch, Wesen, was auch immer. Aber eure Intelligenz ist ja, weiß ich nicht, Zimmertemperatur. Hallo? Wie kann ich denn der Kakerlake behilflich sein? Brauchen Sie Insektenspray? Haben Sie ein Ungezieferproblem in Ihrem Callcenter? Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Guten Tag, Herr Kakerlake. Du bist selber eine Kakerlake. Ich bin bei einer Kakerlake? Ja? Brauchen Sie neues Insektenspray? Ich kann Ihnen welches zuschicken. Hurensohn. Ja? Sind Sie ein Hurensohn? Sie? Ja? Sie sind das, ja? Habe ich verstanden. Sie sind. Nee, wenn, dann seid ihr das. Doch. Nee, ihr seid doch garantiert alle ungewaschen und riecht nach Schweiß. Kakerlake. Und ihr seid bestimmt in irgendeinem komischen Holzhaus. Was willst und du von YouTube-Videos? Dann wascht ihr euch was da bestimmt nicht mal. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihr da alles stinkt. So wie ich ihr euch unterhaltet. Doch, jeden Tag. Nee, das glaube ich dir nicht, weil ihr habt bestimmt nicht mal Wasser. Okay, müssen wir auch nicht glauben. Ja? Ja, genau. Habe ich nicht gesagt, glaube ich. Aber mir, ich weiß auf jeden Fall, dass du aus einem Betrüger-Callcenter anrufst und du da illegal ich arbeitest. Vielleicht. Und dass du zu den Kakerlaken gehörst. Ich arbeite nicht illegal. Doch, was du arbeitest illegal. Doch, doch. Gewerbsmäßiger, bandenmäßiger Betrug. Also so bist du. Wie sie, was ich auch in der YouTube mache, ne? Also bist du eine Kriminelle. So wie sie. Nee, ich nicht. Nicht kriminell. Doch, du bist kriminell. Sie verdienen nur Geld von YouTube, nichts anderes. Das ist ja nicht kriminell, aber das, was du machst, ist kriminell. Doch, das ist kriminell, weil sie geben sehr falsche Daten ein, ne? Nee, ihr ruft einfach illegal an. Aber sie geben ihre Daten ein. Ja, und ihr ruft illegal an. Aber sie geben ihre Daten selber freiwillig an. Ja, das ist ja trotzdem keine Erlaubnis anzurufen. Das ist in Deutschland trotzdem verboten. Sie haben ihre Daten selber eingegeben und deshalb machen sie ja YouTube-Videos. Genau, damit ich den Menschen zeige, dass sie bei euch kein Geld investieren sollen. Doch, doch, das zeige ich den Leuten. Nein. Doch? Nein. Natürlich zeige ich das den Leuten. Okay, wenn du auch mehr Views hast und den Menschen... warum gibt es überhaupt die Werbungsseite? Was für ein Ding? Überall. Warum gibt es dann überall die Werbungsseite über Kryptowährungen und was dir das mal von Forex macht? Ich habe zwar kein Wort verstanden von dem, was du da versucht hast zu erzählen, weil das war kein sauberes Deutsch, aber letztendlich arbeitet ihr illegal und kriminell. Ich habe nicht gesagt, dass ich ein Deutsche bin, ne? Du bist keine Deutsche, du bist höchstens lächerlich. Ja, bin ich doch. Dann bin du ich doch. Bist keine Deutsche, du bist höchstens lächerlich. Ich bin nicht Deutsche. Du bist keine Deutsche. Hast du Probleme mit den Ohren? Habe ich gesagt, ich bin ein Deutscher? Nein. Doch, hast du doch gerade gesagt. Nein, habe ich gesagt, ich bin nicht Deutscher. Oh Mann, du bist ganz schön unintelligent, habe ich das Gefühl. Ich glaube, bei dir ist eine Schraube locker. Dann mach weiter mit deinem YouTube-Video, Mann. Mach ich auch. Sie sind verbunden mit einem Anrufbeantworter. Bitte hinterlassen Sie Ihre unnötige Nachricht nach dem Signalton. Hallo, wunderschönen Tag, Stefan Fuchs, mein Name, Abteilungsleiter Public Media in Deutschland. Aus Frankfurt ruft Sie an, Herr Gerold Lausebengel. Herr Lausebengel, schön, dass ich persönlich erreichen konnte. Sie haben zuvor kurz mein Online-Gewinnspielsystem registriert, mein Einkaufsgutschein zu sichern und zu gewinnen. Die Teilnahme ist jetzt durch Frau Lausebengel und Sie haben einen Gutschein gewinnt und gewonnen im Wert von 592 €. Herzlichen Glückwunsch. Dieser Gutschein wird dann zu Ihnen also zukommen an die Adresse in Form von Amazon mit dem Amazon-Gutschein. Kann sein Discounter, Supermarkt, Drogeriemarkt, Bauhäuser, textilisierte Schuhgespräche, Reise, Hotelgutschein, je nach Platzierung. An die Adresse 12055 Berlin, Braunschweiger Straße 7. Das ist richtig, ja? Und Sie sind geboren am 13.8. Bitte einmal Ihr Geburtsjahr sagen, 1900. Was? 13.8.? Nö, das ist falsch. Wie steht so? 13.8. 60. Aha, und jetzt haben wir... Hallo, Herr Lorio. Laus Bengel, guten Tag, wie geht es Ihnen? Schlecht. Warum?
Darum. Okay. So, Herr Lausebengel, mein Name ist Anna Flores und ich melde mich von der Firma Investing Academy von der deutschen Börse und ich möchte mit Ihnen nur ein paar Informationen mitteilen. Aha. Was denn für Informationen? Haben Sie eine Erfahrung? So, haben Sie eine Erfahrung mit Online-Trading gehabt oder noch nicht? Das ist jetzt eine Frage, keine Information. Hallo, Herr Lausebengel, Entschuldigung, aber ich habe nicht so. So ist eine. Hallo? Ja, was denn? Ja, ich habe eine sehr schlechte Verbindung vielleicht. Okay, Sie so, haben einfach aufgelegt. Ich habe nur eine Frage an Sie, bitte. Nee, Sie haben gesagt, Sie haben Informationen für mich. Warum denn jetzt auf ja, einmal ja, fragen? Ja, einen Moment. Ja, ja, ich möchte mit Ihnen nur ein paar Informationen mitteilen. Ja, na, dann teilen Sie doch die Informationen mit. Ja, okay. Aber zuerst habe ich nur eine Frage an Sie. Haben Sie bis jetzt eine Erfahrung mit Online-Trading gehabt oder es noch geht nicht? Geht Sie nichts an. Wie bitte? Hallo? Ja, habe ich Ihnen doch jetzt beantwortet. So, haben Sie bis jetzt eine Erfahrung mit Online-Trading gehabt oder noch nicht? Habe ich Ihnen doch gerade beantwortet, die Frage. Jetzt geben Sie mal Ihre Informationen, die Sie geben wollten. Ja, okay, so es geht um Online-Handel, Online-Trading. Sie haben eine Anmeldung bei unserer Firma gemacht. Haben Sie auch ein Interesse über Bitcoin-System gezeigt, ja? Und für diesen Grund habe ich Sie jetzt zurück angerufen. Also bis jetzt habe ich noch keine Informationen gehört. Ja, okay, ich mache jetzt meine Verbindung mit meinem Experten. Nur eine Sekunde bleiben Sie auf der Leitung, ja? Ja, bitte? Hallo? Ja, was denn? Schönen guten Abend, mein Freund! Was ist denn? Wie geht es Ihnen? Ja, geht so. Ja, geht's heute besser, oder? Ja, weswegen? Ja, was wollen Sie denn? Wir haben mal gestern zusammen geschworen, oder? Weiß ich nicht. Doch. Wir haben mal gestern einen Termin gelassen für heute. Nö, garantiert nicht. Doch, Sie haben gesagt zu mir, rufen Sie mich morgen an. Keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Zeit. Oh, okay, nee, es geht jetzt um Bitcoin zum Beispiel. Ja, ist mir egal, habe ich jetzt keine Zeit. Okay, danke. Ja, guten Tag. Schon gerade mit Herrn Knusprig? Knusprig, ja. Schön, Sie am Apparat zu haben, Herr Knusprig. Emma Smith spricht hier. Wie geht es Ihnen? Ja, soweit ganz schlecht. Warum, Herr? Was ist passiert mit Ihnen? Mit mir ist nichts passiert, aber ist doch alles scheiße zurzeit. Bitte? Ich sage, mit mir ist nichts passiert, aber ist doch alles scheiße zurzeit. Oh, okay, freut mich sehr, dass bei Ihnen gar nichts passiert ist. Und tut mir leid, dass für die Störung hier Knusprig, aber der Grund, dass ich Ihnen jetzt angerufen habe, ist, dass Sie haben schon hier bei unserer Firma ein Interesse gezeigt, damit Sie handeln mit uns. Ja, und? Ich habe Ihnen auch ein E-Mail geschickt heute. Erinnern Sie sich? Nö, habe ich nicht geguckt. Sie haben schon eine Anmeldung bei Index Invest gemacht. Mhm. Heute haben Sie vielleicht eine Werbung gesehen und dort haben Sie eine Anmeldung ausgefüllt. Heute habe ich nichts ausgefüllt. Oh, Sie haben nicht ausgefüllt, okay, aber woher habe ich diese Daten noch gefunden? Ja, weiß ich nicht, Sie haben ja gesagt, dass das heute war, aber heute war ich gar nicht am Computer. Okay. Vielleicht in Ihrem Handy? Nö. Okay. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas zu erklären. Ja, was denn? Und ein paar Fragen auch zu stellen. Haben Sie schon Erfahrung gehabt mit Online-Trading gemacht? Nö. Nee, okay. Aber Sie wissen schon, um was es geht, oder? Mhm. Bitte? Nein. Nein? Haben Sie nicht früher gehört für Bitcoin, für Rohstoffe? Forex. Wir haben mal gehört, ja. Okay, mit diesen finanziellen Märkten treten wir hier und das ist unsere Arbeit. Ach. Online zu arbeiten mit Investitionen. Das tut mir aber leid. Bitte? Ich sage, das tut mir aber leid.
Ich höre Sie kaum, Herr. Ich sage, das tut mir aber leid. Warum? Das hat sich so traurig angehört, was Sie da erzählen. Tag. Hallo, guten Tag. Grüße Sie, Herr Voldemort. So, mein Name ist Marco Janssen und ich finde mich vom Bitcoin Code. Vom Code? Haben Sie denn noch Ihre Hände gewaschen, bevor Sie Ihr Telefon angefasst haben? Aber bitte? Na, wenn das alles voll ist mit Code, haben Sie denn da Ihre Hände gewaschen? Echt? Ja. Ich habe Ihnen so von einer internationalen Handelsplattform angerufen. Aha. Wegen so Ihrer Anmeldung, dass Sie bei uns gemacht haben. Und ich möchte so gerne mit Ihnen ein paar Informationen so mitzuteilen. So wie wir arbeiten, so wie bei uns es läuft und so weiter. Wo läuft es denn hin? Wo läuft? Ja. Auf der Straße bestimmt. So. Ja, genau. Und wollte ich Ihnen erstmal so nur fragen, ob Sie Erfahrung so damit haben. Ja, ja. Haben Sie schon Erfahrung damit? Ja. Und was für eine Erfahrung haben Sie? Eine entzückende. Wie war das? Eine entzückende. Okay. Und was waren Sie gerade, wenn ich mal fragen darf? Unsere Gegensprechanlage austauschen. Mhm. Herr Voldemort. Was haben Sie heute gemacht? Einkaufen war ich schon. Und ja, jetzt habe ich mich eigentlich schon seit ein paar Stunden mit der Gegensprechanlage hier beschäftigt. Weil die will ich gerade ein bisschen ärgern. Aber wir kriegen mit das. Mit wem haben Sie gesprochen? Mit gar keinem, war keiner da. Deswegen repariere ich es ja. Wie war das bitte? Was? Was haben Sie gesagt? Ja, deswegen repariere ich es ja, weil war keiner dran. Okay, tschüss. Winke, winke. Ben? Hallo, wunderschönen guten Tag. Ja? Kann ich sprechen mit Herr Karl Braunschweighammer? Wen möchten Sie sprechen? Mit Herr Karl Braunschweighammer. Der ist unter dieser Nummer hier nicht erreichbar. Okay, gut. Entschuldigung, diese Person hat registriert, aber mit diesem Nummertelefon. Das ist rechtswidrig, das ist nicht richtig. Okay. Gut, schönen Tag noch. Oh? Ja. Guten Tag, sprichst du mit Herrn Aufgang? Ja. Okay, das freut mich. Mein Name ist Emma Brent. Ich melde mich von der Western Academy Globales Börse. So, ich habe nur eine Frage für Sie. Haben Sie eine Erfahrung mit Onlinehandel? Ich habe kein Wort verstanden. Okay, nochmal. Ich melde mich von Investing Academy Globales Börse. So, wissen Sie, was Onlinehandel ist? Online Trading, haben Sie gehört? Ja, hier Online Trading, ja. Habe ich gehört. Ja, Online Trading, ja. Ja. Okay, so haben Sie eine Erfahrung mit Online Trading? Und Sie? Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Mia Galli am Telefon vom London Stock Exchange. Spreche ich mit Herr Steiner? So sieht's aus. Wie bitte? So sieht's aus. Kann ich nicht gut hören. Was haben Sie gesagt? So sieht's aus. Sind Sie Herr Steiner? Gerold ja. Steiner? So sieht es aus. Guten Tag. Hallo? Ja, bitte. Hören Sie mich? Ja, laut und deutlich. Hallo, Hartmut. Ja, Schimmeldöner, mein Name. Warum sprichst du nicht lauter? Ich spreche doch ganz normal. Und ich würde auch Hallo? Gerne von Ihnen gesiezt werden und nicht geduzt. Was sagst du dann? Könnten Sie bitte ein bisschen freundlicher sprechen? Nein. Ja, dann hat sich das Gespräch für mich erledigt. Ich möchte nicht mit unfreundlichen Menschen sprechen. Auf Wiederhören. Du hast eine Anmeldung gemacht. Ja, bitte. Kannst du mich hören? Also, können wir zusammen ein kurzes Gespräch führen? Nee, weil Sie unfreundlich sind und auch nicht. Also entweder Sie siezen mich oder das Gespräch hat sich erledigt. Ja, und ich habe das gemacht. Nee, hast du nicht? Ich habe mit Sie gesprochen. Nein, haben Sie nicht. Dafür gibt es also, Zeugen. Haben Sie selbst eine Anmeldung gemacht bei Earl Profit? Die hat mit Online Trading zu tun. Ja, das interessiert mich ich ja nicht. Ich bin die Finanzberaterin von der Citibank und ich wollte mit Ihnen ganz kurz ein paar Informationen teilen. Das ist ja sehr entzückend, das spreche ich wieder mit einer Kakerlake. Ja, ich fahre fort, Kakerlake.
Fahre fort. Wie bitte? Fahre fort. Sie sollen jetzt gut bei uns sein, sonst ihre Daten werden alles verteilt in die Börse. Haben Sie mich verstanden? Wollen Sie mich erpressen? Bitte? Wollen Sie mich erpressen? Haben Sie mich verstanden, was ich gesagt habe? Ja, das habe ich. Oder ihre Daten werden alles gelöscht. Mhm. Gerade war das noch Erpressung. Ja, das ist Erpressung. Das okay, wissen Sie, das habt ihr, da habt ihr natürlich kein Recht dazu. Das habe ich natürlich. Also ich habe das hier angemeldet. Weil du so eine schmutzige Betrügerin bist. Ah, genau, schmutzige Betrügerin. Wasch dich. Nimm Seife in den Mund. Nimm Seife in den Stück spreche ich denn da bitte? Wie kann ich denn behilflich sein? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herr Steiner? Ja. Das ist mir, Kramer, Herr Steiner. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung für Online-Handeln. Aha. Wie ist das? Sie wollen Handel anfangen, stimmt das? Was denn für eine Anmeldung? Wie bitte? Was denn für eine Anmeldung? Sie sind gestern angemeldet auf unserer Werbung. Gestern? Nee, gestern war ich gar nicht zu Hause. Also, oder, nein, Entschuldigung, das war nicht gestern, das war, also vor ein paar Tagen. Aha. Ja, und? Also, Ihr Konto ist nicht aktiviert, so deswegen rufe ich. Ich muss Ihnen helfen, richtig zu aktivieren, wenn Sie Interesse haben. So, wenn ich da was nicht aktiviert habe, dann wird das wohl so richtig sein. Also, wollen Sie nicht aktivieren, wollen Sie nicht Handel anfangen, oder? Ja, habe ich ja jetzt schon. Haben Sie also Deposit gemacht? Was? Haben Sie ein Deposit gemacht? Sie meinen eine Einzahlung? Genau. Ja. Und wann war das? Ich glaube, vorgestern. Vorgestern? Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau. Mhm. Mit welcher Company haben Sie die Überweisung gemacht? Bei Binance. Bitte? Bei Binance. Binance? Mhm. Okay, aber unsere Firma heißt Bitcoin Convert. Wenn Sie es wollen, Sie können testen, unsere Firma auch. Nö, ich hab doch jetzt schon. Sie haben bei Binance, also Binance ist ganz, ganz anderes. Ja, da kann ich halt nicht mit Kryptowährung, aber das ist mir egal. Mhm. Aber Sie können mehr aus Profit haben machen und, mit unserer Company auch. Wieso? Das sieht doch ganz gut aus bei Binance. Was soll ich denn da jetzt noch was anderes nehmen? Sie, also unsere Kunden, also macht Handel mit uns auch. Ja, aber ich brauche nicht zwei Plattformen, eine reicht doch. Hat ja bloß zu unübersichtlich. Mit zwei Plattformen können Sie entscheiden, welche Company macht besser Profit für Sie. Und auch, Sie können nutzen beide Kontos. Ja, sicherlich kann man beide Konten benutzen, aber ich wüsste nicht, wozu ich zwei brauche. Ich kann ja bei einer auch gleichzeitig mit verschiedenen Sachen handeln. Brauche ich doch nicht zwei? Mit uns, Sie können auch mit ganz verschiedenen Sachen auch handeln. So, vielleicht, wenn Sie Interesse haben, Sie können nutzen zum Beispiel Handel mit Aktien oder mit
verschiedene Krypto oder mit Forex? Ja, das habe ich ja. Mit Binance haben Sie es, oder? Ja. Okay. Dann gut, wenn Sie kein Interesse haben, ist kein Problem. Tschüss. Ja. Hallo. Ganz schön laut bei Ihnen. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, was denn? Ich spreche mit Herrn Lauritius. Ja. Grüße Sie, Herr Lauritius. Ich bin gerade mit Anna Weber von Blockchain. Ich spreche an über die eine Unbestätigung Transaktion von mir. Diese Transaktion? Ich verstehe Sie Namen. Nicht. Sie sind in Auftrag von Blockchain. Ich bin im Auftrag von Blockchain, oder wie? Ja. Sie haben gemacht früher Online-Investitionen mit einer Unlizenz. Ihre Leitung bricht ständig ab und ich verstehe Sie nicht. Entschuldigung, weil die Leitung ist unterbrochen. Ich wiederhole nochmal. Haben Sie gemacht früher Online-Investitionen mit einer unlizenzierten Firma, aber nicht profitiert erhalten? Ich verstehe kein Wort. Haben Sie da jemanden, der Deutsch sprechen kann? Herr Loris, haben Sie gemacht früher Online-Investitionen? Haben Sie Erfahrung mit dem Online-Handel? Ich kann Sie irgendwie, hallo? Ich kann Ihren Akzent nicht enträtseln. Ich weiß nicht, was Sie mir sagen möchten. Sie haben eine Profit-Transaktion. Haben Sie da irgendjemanden, der besser Deutsch sprechen kann? Loris? Ja, ich habe eine Frage gestellt. Haben Sie gemacht früher Online-Investitionen? Ja, ich verstehe kein Wort. Haben Sie da jemanden, der irgendwie besser Deutsch sprechen kann? Ja, ich bin hier, ja. Ja, aber ich verstehe Sie nicht. Haben Sie da jemanden, den ich verstehen kann? Nein. Dann weiß ich nicht, warum Sie bei mir anrufen. Ich kann nichts verstehen. Sie sprechen so undeutlich, da kann man nicht enträtseln, was Sie damit meinen. Hallo, guten Tag. Ja. Was denn? Mit wem spreche ich da? Sprich mit Herrn Flughafen? Ja. Hallo? Ja. Sprich mit Herrn Flughafen? Ja, zum 15. Mal. Soll ich mich erreichen? Am Apparat ist Anna Kowalski. Aha. Sie haben sich registriert bei Bitcoin System. Ist das richtig? Möglich. Ja. Und nun? Wir sind dabei, Ihnen weiterhin zu helfen, das Konto zu aktivieren, Herr. Aha. Möchten Sie das Handelskonto aktivieren? Bei Ihnen ist so laut im Hintergrund, man versteht Sie kaum. Möchten Sie ein Handelskonto aktivieren? Können Sie da die Musik irgendwie leiser machen? Nein. Ja, ich verstehe Sie kaum. Okay. Alles klar. Arbeiten Sie in einer Diskothek oder wie? Nein. Ja, aber hört sich so an. Nein, bin ich nicht. Ja, aber es hört sich so an. Okay, das ist Ihre Meinung. Ja, das ist nicht meine Meinung, das ist der Geräuschpegel da im Hintergrund. Okay. Möchten Sie ein Handelskonto aktivieren? In einer Diskothek oder wie? Möchten Sie ein Handelskonto aktivieren? Wenn Sie das nicht möchten, können Sie auch auflegen, ne? Ja, aber Sie rufen mich ja aus einer Diskothek an. Was soll ich denn da mit einem Handelskonto? Okay, dann legen Sie einfach auf. Ich soll auflegen? Sie haben mich doch angerufen. Okay, dann lege ich auf. Tschüss. Sie haben aber gar nicht aufgelegt. Hallo? Ja. Jawohl. Guten Tag, hier spricht Jan Oswald. Wer ist da? Jan Oswald ist mein Name. Mhm. Ich rufe dich von internationaler Finanzmarkt an. Du hast dich, Das heißt Sie. Wie bitte? Das heißt Sie. Internationaler Finanzmarkt, oder was? Nee, das heißt nicht du, das heißt Sie. Ach so, Entschuldigung. tut mir leid, das ist ja halt so ein Teil von unserer Job. Also, Sie haben sich im internationalen Finanzmarkt ungefähr 8 Tage vor
angemeldet. Ich habe jetzt hier Ihre Daten, Name, Handynummer und E-Mail-Adresse. Ja, und wollte ich mal fragen, ob Sie eine Erfahrung haben im Finanzmarkt. Warum fragen Sie das? Weil, pass mal auf, Sie haben sich registriert und quasi Ihren Account nicht aktiviert, ne? Ja. Ja, das ist doch ein Grund, ihn anzurufen, ne, und fragen, woran das geht. Also haben Sie vielleicht eine Erfahrung, schlechter, guter? Ja, dass Sie das als Grund sehen, einen anzurufen. Vielleicht hat es ja auch einfach einen Grund, dass ich das Konto nicht aktiviert habe. Ja, da, ich will einem nur noch dieses Grundwissen. Das Einzige, was ich brauche, ist, ja, Dingens. Ja, welche Webseite denn? Altima. Wie heißt die? Altima. Altima habe ich nicht in meiner Liste. Da habe ich mich nicht registriert. Ne, Registration haben Sie also bitinfo.de. Ja, das war so eine komische Werbung, die so unseriös war, ja. Da habe ich dann danach aufgehört, weil mir das schleierhaft vorkam. In unseriöse, also Werbungen, haben Sie Ihren Handynummer, E-Mail-Adresse und Name, Vorname reingeschrieben. Ja, und dann war mir das ein bisschen suspekt. Und das habe ich verstanden. Ja. Jetzt die zweite Frage. Wollen Sie nicht traden? Sie können ja auch gut Geld verdienen. Warum nicht? Mache ich doch mittlerweile. Wer bitte? Mache ich doch mittlerweile. Machen Sie. Ja. Das freut mich sehr. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja. Hallo, ja. Bin ich mit Hartmut? Das ist mein Vorname. Bitte? Das wäre mein Vorname, aber so haben Sie mich nicht anzusprechen. Herr Hartmut? Nee. Hier spricht Sie Nein. Antonia Robinson. Sie sprechen mich bei meinem Nachnamen an und nicht bei meinem Vornamen. Sind Sie verrückt oder was? Sind Sie bescheuert aber oder was? Ich habe mit Herrn Gandalf Strohhut gesprochen. Ja, ist am Apparat. Mein Name ist Markus Grusch. Ich rufe Sie von der Coinbase Gruppe an. Sie haben sich einmal bei uns auf der Plattform registriert und waren lange Zeit nicht mehr aktiv. Das heißt auf der Plattform? Exchange Blockchain.com, Kryptomoney Plattform. Proof of Stake, Ethereum und Bitcoin. Und Sie waren nicht aktiv seit dieser Zeit. So, ich möchte Sie darüber informieren, dass sich in Ihrer Online-Brieftasche noch Gelder befinden, die Sie verwenden können. Aha, woher ist denn da Geld? Habt ihr noch nie was eingezahlt? Natürlich, weil Mining keine Investitionen braucht. Wenn Sie zum Beispiel einen Block an Blockchain haben, durch diesen Block gehen die Transaktionen und für jede Transaktion bekommen Sie die Kommission und insgesamt 0,27 Bitcoins haben Sie jetzt für die Auszahlung. Da haben Sie aber eine schöne Geschichte ausgedacht. Ich habe gesagt, dass... Du bist ein krimineller Betrüger. Hier ist Rohut. Du bist ein krimineller Betrüger und Herr Schwingkette grüßt dich! Idiot! Selber? Hier ist Rohut. Ich sage Ihnen über Schwingkette. Ihr eigenes Geld. Egal. Wir werden die Informationen in Buffin geben und in der Dass ihr Betrüger haben. Seid, ja? Aber nein, Herr Strohut, Sie sind ein Betrüger. Nein, dem Betrüger, der Betrüger bist du. Du bist ein Krimineller. Sie machen die Geldwaschung jetzt. Und diese Information wird nach Buffin ja, gehen. Genau. Nicht so lange gewinnen. Oh, bist du peinlich. Gehen Sie in die... Das war's schon mit dem Hörspiel. Schön, dass du mit dabei warst. Wenn du magst, schreib gerne noch was in die Kommentare und lass einen Daumen nach oben da. Hier findest du jetzt noch eine Playlist mit vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!